Hi Leute, hier ist der George, willkommen in einem weiteren Video von mir. Heute geht es um das Tilt-Shift-Objektiv. Viele von euch haben gefragt, wie denn so ein Tilt-Shift funktioniert oder was es macht oder was es kann. Das versuche ich euch heute mal in diesem Video näher zu bringen. Zum ersten. Der erste Teil wird darüber gehen, wie man tiltet. Die Tilt-Funktion quasi, das ist die obere hier, da kann man das Objektiv quasi so schräg hin und her schwenken. Damit kann man den Fokuspunkt verschieben. Das heißt, ihr habt sicherlich schon mal diese Videos gesehen von Städten oder so, wo nur ein Streifen scharf ist und oben und unten ist unscharf. Das heißt, sieht so ein bisschen Miniatureffekt aus. Genau das wird mit so einem solchen Objektiv gemacht, indem man kann hier zum Beispiel an der Seite so drücken und dann kann man diesen Effekt hin und her schieben. Das heißt, ich kann runter und hoch tilten oder wenn ich es zur Seite drehe, nach links und nach rechts. Ja. Und wenn ich das jetzt mal hier so nach unten mache, kann ich zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Buch fotografieren möchte, ja, das wäre jetzt ja normal und dann sehe ich, ja, ich wechsle jetzt mal die Kameraperspektive, jetzt seht ihr hier das Buch und jetzt sehe ich, dass hinten die Augen scharf sind, aber vorne der Titel ist unscharf. Und wenn ich jetzt hier mal dran drehe, dann wird beides unscharf. Und sobald ich die Schärfe wieder habe, ziehe, ist das ganze Buch von vorne bis hinten scharf. Das heißt, ich habe jetzt das Objektiv runtergetiltet und dadurch habe ich den Fokuspunkt hier vorne und aber auch hier hinten. Und das ist ein Vorteil in der Produktfotografie zum Beispiel, um zum Beispiel Sachen, ja, in Fokus zu bekommen. Wenn ich zum Beispiel eine Theke fotografiere in einem Restaurant und habe verschiedene Flaschen drauf oder Cocktailgläser oder Mixer und die stehen halt schräg, dann kann ich das Objektiv tilten und dann kriege ich den Fokus, genau dass alle Flaschen oder was auch immer dort steht, in einem Schärfebereich liegen. Das ist zumal die Tilt-Funktion. Die Shift-Funktion, das ist diese hier. Da kann ich das Objektiv gegen die Achse verschieben. Ich zeige euch das jetzt mal eingeblendet, das Video. Jetzt seht ihr hier, wie ich mich gerade selber filme. Ne? Und das wäre das Objektiv in Normalstellung, das heißt in Nullstellung. Und wenn ich jetzt mal ganz runter shifte, dann verschiebe ich quasi meinen Bildausschnitt, ohne dass ich die Kamera dazu verschieben muss. Und das gleiche geht auch wieder Nullpunkt und in die obere Richtung. Somit kann ich zum Beispiel ein Hochhaus abbilden, wenn ich zum Beispiel die Kamera jetzt so in Nullpunkt oder in die Waage bringe, dass alle Linien senkrecht sind, kann ich einfach den Bildausschnitt mit dem Objektiv verschieben nach oben und so das ganze Gebäude drauf bekommen, ohne dabei die Kamera nach oben kippen zu müssen, so wie jetzt. Und dann würde man stürzende Linien hinkriegen. Man sieht gerade hinten in der Ecke, sieht man die senkrechten Linien. Und wenn ich die Kamera nach oben bringe, sieht man, wie die nach innen wegstürzen quasi. Und das Ganze vermeide ich, indem ich ein Tilt-Shift-Objektiv benutze und kann somit den Bildausschnitt verschieben. Das geht auch, wenn ich hier die Taste an der Seite drücke, wieder auch zur Seite. Nach links und nach rechts. So. Damit kann man dann zum Beispiel auch Panoramen aufnehmen. Ich richte die Kamera gerade aus, habe meinen Bildausschnitt. Mach ein Bild links, mach ein Bild rechts, stitch die beiden zusammen und alle Linien im Bild sind gerade. Ja, ich hoffe, das hat euch ein wenig Aufklärung gebracht, was das Tilt-Shift-Objektiv macht. Es ist ein sehr spezielles Objektiv. Wie gesagt, meistens wird es in der Produkt- und Architekturfotografie verwendet, dadurch, dass man diesen stürzenden Linien zuvorkommen kann. Und in der Produktfotografie natürlich, dass man diesen Fokus-Schärfebereich verschieben kann. Ich hoffe, der kleine Einblick hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.